So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Mangas. Bei der Gamevation hat uns das so gut gefallen, dass wir direkt gesagt haben in unserer TTT-Gruppe, wir adaptieren das. Heute leider Kutscher nicht dabei, Romatra nicht dabei. Romatra schreibt Prüfungen, Kutscher macht ein Lario, weiß nicht. Ja, aber ansonsten sind alle am Start. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Wer Among Us keinen Plan hat, guckt sich bitte das letzte Among Us-Video auf diesem Kanal hier an. Und ansonsten gab es gestern schon eine Folge bei Christo und wir meinen jetzt eine Woche Among Us zur Abwechslung. So, jetzt bitte einmal Regie Spiel starten, danke. Jo, habe ich schon geklickt, alles gut. Jetzt alle. Ich bin so aufgeregt. So, erste Runde. Ich bin direkt ein fucking Killer, wallach mit. Also, ja. Schaut euch das letzte Video an. Ich würde es jetzt ungern nochmal alles erklären. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ich werde jetzt gucken, inwiefern ich hier Leute abstechen kann. Ich mache hier was. Ich könnte jetzt mal was sabotieren. Und zwar CO2. So, und jetzt bringe ich hier einen um. Der zack, sterzig weggebastet. Die rennen jetzt alle hoch zum Licht. Da renne ich jetzt auch schnell hin. Okay. So, jetzt gucke ich mal, wenn mir jetzt noch einer entgegenkommt, kann ich den auch noch umbringen? Wie komme ich hier rein? Hier irgendwie, ne? Genau. Okay. So, jetzt tue ich so, als hätte ich hier einen Job. Dann vertraut mir Sola zu 100%. Wie mache ich das? So, ich könnte mal gucken, inwiefern ich jetzt hier use. Nein, use. Boah, das ist, das Problem ist, das ist hier, so, jetzt geht's auf. Ist irgendwie komisch. Jetzt tue ich so, als würde ich hier mit dran arbeiten. Und mach das auch. So. Und jetzt mache ich hier die Tür auf. Mach hier die Tür auf. Okay, manchmal. Ich kann irgendwie, wenn da einer zu nah steht. Dann kann ich da nichts machen. Ich muss jetzt echt gucken, inwiefern ich hier die bumse. So, jetzt schmeiße ich das nochmal und guck mal, ob ich irgendjemanden abfangen kann. Hier mal. Dann stich den noch ab. Alarm! Alarm! Oh mein Gott! Was? Drei Leute abgemurkst wurden. Also ich habe zweimal jetzt diese scheiß Sabotage gefixt. Eben auch. Also ich muss sagen, und ich weiß nicht, was Sola eben gemacht hat. Ich war bei diesem, ich habe diese Analyse gemacht irgendwie. Das also, Problem ist halt, es muss jetzt einer gewordet werden. Ja. Weil wenn, also nur Sola für dich, also, wenn jetzt der Typ noch einen kriegt, dann ist es vorbei. Genau, das hatten wir eben doch in der letzten Folge. Ja, also es muss jetzt einer sterben. Boah. Ich habe jetzt gerade Papo gefunden, glaube ich. Der lag also so mitten im Gang. Ja. Also ja. So was, euer Eindruck von der Runde bisher. Ja, so, andauernd. Ich meine, dass wir das ein bisschen aufschlüsseln. Andauernd macht hier einer diesen Scheiß an, dass wir hier kurz vorm Ersticken sind. Und wir sind eigentlich, das Gefühl war sehr wuselig, weil alle immer nur zu diesen Punkten gelaufen sind, wo man das fixt. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wer da rumgestochen hat. Dir würde ich es zutrauen, also, Max, tatsächlich, dass du... Ja.
Ich würde dir zutrauen, dass du halt echt drei Leute in einer Runde zu killen. Das also ist eigentlich die ist schon mal ziemlich sick, also egal wer es ist. Das Ding ist, ich hatte glaube ich einmal die Situation oben links, wo man durch diesen Tunnel geht. Durch dieses Dekontamination. Ja, genau. Und da war ich einmal auf jeden Fall recht lange mit Sola und wir haben da Aufgaben gemacht und da hätte er mich safe wegmachen können, weil wir da halt sehr lange einfach allein waren. Aber nur so als Info. Ich meine, er kann das ja natürlich auch extra gemacht haben, damit ich ihm traue oder so. Nur da weiß ich halt nicht, ob Sola schon soweit ist. Aber vielleicht war er einfach verplant. Also auf jeden Fall, er hätte mich da wegmachen können. Also die Frage ist jetzt natürlich, gibt es hier auf dieser Map auch solche Schächte oder solche komischen Dinger? Wieso? Also ja, auf jeden Fall, denke ich mal. Ja, vielleicht kann man dann... Also ich weiß halt, aus CTT ist es so, dass Max sehr redebedürftig ist, wenn er der Traitor war. Und ja, ich würde ihn nämlich halt auch irgendwie... Sola, bedenke, wann war ich das letzte Mal Traitor? In der ersten Runde von Christo habe ich fast gar nichts gesagt. Du musst voten, Sola, vote ihn, vote ihn. Ich glaube, es ist Max. Dann herzlichen Glückwunsch, einer von euch beiden. Tut mir leid an dieser Stelle, aber ihr habt leider gewonnen! Ah! Sehr gut. Aha! Ich denke, Max kann es nicht sein und Kalle vote. Es hat fast geklappt und dann habe ich mein Gehör damit. Dann habe ich mein Gehör benutzt. Wir hatten mir einfach die Birne geschossen. Ehre. Schön. Der hat mir immer abgeschleckt, aber du hast mir ins Gesicht geschossen quasi. Ich habe das Gefühl, mit 6 ist manchmal ein bisschen knapp. Deswegen habe ich jetzt einfach mal Tamina und Mazat angehauen. Vielleicht joinen die uns gleich. Ich hoffe, das ist in Ordnung, aber ich denke, ne? Weil hier. Je mehr Spieler, desto besser, oder? Man hat es jetzt zweimal schon gemerkt, dass 6 Leute. Hallo! Dass 6 Leute. Ja, dann muss ich eine neue Lobby aufmachen, wenn das in Ordnung ist. Ja, dann machen wir für. Ich weiß nicht, ob man auch eine Lobby starten kann, wenn man weniger ist. Aha, 8. Hallo. 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 Hola. Nice. Einfach in der Aufnahme kriegen wir Leute dazu. Ist einfach schön. Da schneiden wir raus. Wir haben jetzt zu 6 ein paar Runden gemacht. Und ja, eben. Und wir hatten schon mal eine Runde, wo in einer Runde 3 gekillt wurden. Okay. Das geht halt nur, weil die Map so leer ist. Und dann ist schon fast End. Ja, mach eine neue Lobby, schätze ich. Ich würde jetzt das Limit auf 8 machen. Mhm. Okay. Es gibt ja auch ab einer bestimmten Zahl nur noch einen Imposter, ne? Ich glaube, ab 8 oder so gibt es 2. Man kann das selber einstellen. Ja, ah, okay. Also wir spielen die ganze Zeit 1x6 und es viel. So schnell vorbei. Ja. Eigentlich dauert das alles. Ja. Sag mal gerne den Code durch. S-I-O-I. Okay. S-I-O-I. Alter, da kommen die ganzen Homies rein. Hallo. Abfangen, Felder, Hala. Masa, weißt du, wie das geht? Warte, ich Learning by doing. Ja, muss erst mit der wenn sie es nicht weiß, würde ich sie jetzt generell kicken. Ja. Sterziges Imposter. Also ich habe viele Among Us Streams gesehen, aber ich habe es halt nie selbst gespielt. Deswegen ja, du wirst schon reinfinden, sehr schnell. Ja, du hast gerade erst 5 Minuten gespielt. Alles okay, Sterzig, stell mal auf 2 Imposters, oder? Ja, also wenn du Streams geguckt hast, dann bist du safe. 2 bei 8 auf jeden Fall. 2 ist eigentlich. Nein, dann ist doch genauso schnell rum. Oder? Dann ist es genauso schnell rum. Aber ist das nicht dann mit einem viel geiler, weil man halt sneaky ist? Ja, aber er hat es halt noch schwieriger, Leute einzeln zu erwischen, ne? Wenn die Map voll ist. Da hast du natürlich recht. Wir lassen es mal mit einem probieren und dann ziehen wir Fazit, Alter. Ja, wir machen jetzt hier einfach eine Testwoche, weil. Muss ja auch nicht immer gehen. Wie kann ich mich ändern? Wie kann ich mein Aussehen ändern? Beim Computer hier. Am Laptop. Ich habe ein Ei auf dem Kopf. Ich habe einen Heiligenschein, ich bin ein Engel. Graphics? Ne. Max, lässt du durchlaufen oder machst du neu? Maluna, änderst du bitte deinen Namen auf Maluna ohne Haar? Okay, wie komme ich rein? Online. S-I-O-I. Du klickst auf Online und dann unten privat und da gibst du einen den Code S-I-O-I. Und oben kannst du deinen Namen ändern. S-S-I-O. S-S-I-O. Nice. Ah, okay. Ihr habt ja gerade eine Aufnahme. Darf ich es einfach aufnehmen? Oder wollt ihr das nur für TTT exklusiv lassen? Skin. Dann würde ich sonst für den Discord haben. Ich hatte das ja mal in die Gruppe geschrieben. Ja, ich bin gerade in der Aufnahme. Das weiß ich jetzt. Lass uns das gleich klären. Lass uns das nach der Aufnahme hier klären. Okay, sind alle ready? Lass mal starten. Nein, bald schon genug. Nein, ich muss mich customizen. Das ist essentiell notwendig für meine Plays. So, geht los. Abfahrt! So, wir müssen uns alle schon bestellen übrigens. Genau, ihr müsst euch alle muten. Tschüssi. Tschüssi. Alter, jetzt sind es richtig viele und es ist richtig nice. Zu 8 habe ich, glaube ich, noch nie gespielt.
Papp oder Papp. Ich gehe erstmal in die Cafeteria. Das ist sehr weit weg. Ich hoffe einfach. Ja, wenn ich die beiden Tasks durch habe, dann brauche ich da nie wieder hin. Und dann gucke ich. Ich spiele jetzt mit einem Imposter, glaube ich. Müsste mal gleich der Lobby-Host bestätigen. Storage? Was? Hä? Ach, weil die da stand. Ja, da gibt's genug Leute, die das machen, oder? So. Oh, ist aber einiges. Heilige Scheiße. Okay. Hat sie erledigt. Sola. Vlesk. Blumengießen. Komm. Alle anklicken. Ehre. Zack. So, jetzt hier rein. Alter, ich kenne hier voll viele noch nicht. Upload. Ey, bei diesen Aufgaben, wo der ganze Monitor voll ist, da hat man keinen Plan, ob man gerade abgestochen wird. Das ist richtig schlimm. Was stehen hier eigentlich für Sachen? Okay. Aber ich habe noch keine... Oh mein Gott. Hey, sie geht ein bisschen planlos hin und her. Okay, ich glaube aber, sie hat richtig Schiss. Hä? Sie hat einfach zwei Leute! Eisklebers, Alter. Okay, ey, hier unten. Papo ist ein bisschen verdächtig. Papo ist super verdächtig. Papo ist super, super verdächtig für mich. Warum kann ich jetzt... Okay, Papo ist richtig verdächtig. Ich würde in die Cafeteria, glaube ich, gehen. Und... Alarm! Alarm! Hallo? Okay. Wir hatten gerade reported. Hallo. Alles klar. Ich habe reported. Das siehst du ja auch an dem Ausrufding. Es ist nicht Max und nicht Sterzi. Wo lagen die Leiche? Ja, Sterzi kann ich auch ausschließen. Direkt vor mir. Lol, ich habe den nicht gesehen. Henno, Sterzi. Wer war noch bei uns drin? Sterzi, ne? Ja, Sterzi, du und ich waren da. Hey, aber der hat ihn doch dann safe umgebracht und ist uns nachgerannt. Nur wir drei also waren ich glaube, da. Sterzi war vor uns da. Sterzi war vor uns ich da. Glaube, echt? Sebastian ist es nicht, ja. Weil er mich in diesem Medizin-Ding Scan gesehen hat und easy hätte abstechen können, ohne Probleme. Und das und hat ich er kann nicht gemacht. Wiederum bestätigen, dass Tamina sich gescannt hat. Ich kann wiederum bestätigen, dass Sterzi schon mal ein Imposter war, obwohl er mich hätte abstechen können. Und, also das ist ein Toller. Aber es wäre so ein Easy-Kill gewesen. Ja, aber das hatten wir schon mal mit ihm. Also das ist ein ganz schlimmer Finger. Ich fand es so interessant, weil ich habe im Spiel davor, habe ich mich auf diesen Scanner gestellt, um das zu faken. Aber du kannst es nicht faken, weil dann kommt dieser Scan ran. Das hat mich sehr impressed. Ja. Sola, was ist dein Eindruck von der Runde? Meiner. Sola. Ja, ich war ein bisschen lost wieder, aber langsam finde ich mich zurecht. Junge, ob du irgendwas Verdächtiges gesehen hast. Ach so. Ich komme langsam. Ja, rein. Macht Spaß. Das ist schwierig. Also, ich habe da aber echt nicht viel mitgekriegt. Also ich habe Leska am Anfang unten rechts gesehen einmal. Dann ist er, aber ich glaube, der ist relativ früh gestorben. Ich weiß nicht, wer noch unten rechts war. Nee, Vles war bei uns gerade die Leiche. Nee, Maluna war bei uns. Ach so. Also, was ich ein bisschen verdächtig fand, oben nach diesem Dekontinationstunnel da musste man oben eben irgendwas fixen, wurde sabotiert. Da muss einer links und einer rechts die Hand draufhalten. Und ich war da sehr früh mit Christo und der wollte sich irgendwie nicht entscheiden. Also ich bin da links, ach, weil du rechts Sterzi gesehen hast. Wir haben nur noch 20 Sekunden. Genau. Ah, den habe ich nicht gesehen, deswegen dachte ich, wir wären allein. Okay, das macht Sinn dann. Ich war halt die ganze Zeit alleine, deswegen ich werde skippen, weil ich war halt die ganze Zeit alleine unterwegs und habe meine scheiß Aufgaben fertig. Okay, schaut auf Sola und Kalle, sage ich nur. Das ist mein Tipp. Okay, was soll jetzt die Anschuldigung? Naja, weil... Ja, nicht so Sterzi und Max, ne? Ja, das bringt's mich auch, okay, tschüss. Ja, der Imposter macht es. So... Weiter geht's. Oh Leute, jetzt sind wir hier unten. Okay, wir haben die Hälfte. Alter, Sola hat eine schicke Elvis-Friese, muss ich schon sagen. Warum dreht Kalle um? Nein. Okay. Der hätte mich gerade richtig... Kalle, mach keinen Scheiß. Kalle, mach keinen Scheiß. Warum ist Kalle da so dumm umgedreht?
Rot? Tierischer Abfall? Alter, was? Easy, einfach mal Müll trennen. Das ist schon ein bisschen verdächtig, oder? Oh mein Gott, bitte lass mich in Ruhe. Warum geht das Ding nicht auf? Alarm! Alarm! Hallo! Was ist jetzt schon wieder? Ich habe dieses, Krisenmeeting in der Cafeteria ausgelöst, denn ich hatte keine Task mehr. Ich auch nicht. Und wie man sieht, ist auch Sterzig gestorben. Und ich habe keinen krassen Verdacht. Aber Kalle war so ein bisschen komisch unterwegs, muss ich sagen. Ja, muss ich auch sagen. Er hatte bei mir auch einmal so einen weirden Vibe. Also einmal, ich bin eben direkt zum Start der Runde so vorgerannt. Nee, genau, okay. Kalle war vor mir und er ist dann auf einmal umgedreht. Oder er war knapp hinter mir, ich weiß nicht mehr. Also, weil er ist auf einmal richtig krass umgedreht. Ja. Und, darf ich mich kurz erklären? Und jetzt oben am Ende gleich, ich habe mehrere Anklagepunkte. Und oben nach diesem Desinfektionstunnel, da war ich oben so an Mülltrennung machen. Und Kalle hatte, glaube ich, auch eine Aufgabe oder hat sie gefaked. Und dann wollte er aber nochmal so in den Raum gucken. Aber ich glaube, er hat es nicht übers Herz gebracht. Also, falls er es war. Ich weiß cool nicht. Aber es ist jetzt nichts, obwohl also, ich super suspicious okay bin. Aber du hast jetzt hier schon 50 Sekunden Anschuldigungen betrieben. Ich muss mich natürlich auch irgendwie verteidigen. Bei Tamina habe ich erstmal gedacht, Alter, hat die Alte jetzt hier wirklich schon reingepayt und sich so ein Pad gekauft? Yo. Yes. Alter, da dachte ich mir so, Alter. Und deswegen bin ich dir kurz hinterhergelaufen, weil ich dachte so, Alter, wieso hast du so, okay. So, und dann bin ich weiter. Und dann habe ich bei diesem Dekum-Tamina diese Kontaminierung. Kann das mal jemand sagen? Ja. Dekontaminierung. Dekontamination. So, da haben wir. Oh, hat direkt gelaufen. Da habe ich mit Max an dem Pad Leben stehen sehen. Und dann 10 Jahre warten. Und ich hatte oben ein ganz geradeaus hoch, hatte ich mit Kabeln so eine Activity und dann war wieder Alarm, weil irgendwie die Kommunikation. Es reicht langsam. Also, ich habe meine Task gemacht und bin ich auch jetzt in die Cafeteria, weil ich in der Nähe von dem Knopf sein wollte. Wir müssen Sterzig finden, weil dann weiß ich, ob es Kalle oder Sola waren. Wieso? Ich glaube, sein Buddy ist schon gone. Sag doch so, oder? Weil vielleicht... Wenn der oben rechts ist irgendwo, dann wird es dann Kalle nicht sein. Kalle. Nein, ich war gerade unten. Dann wird es Sola sein, genau, dann wird es Sola sein. Ja, also ich skipp nochmal, weil also ich hab keinen. Okay, also ich renne jetzt nach oben rechts. Ja, ihr macht es auch rein. Verschwinden die gleich nicht nach einer Runde? Oh, das wäre scheiße. Wieso er stehen bleibt? Er will den letzten abfacken. Er ist stehen geblieben und hat das Sabotageding gemacht. Ich kann es nicht machen. Ich wollte jetzt direkt wieder Krise machen, weil wir haben gleich verloren. Kann das jetzt jemand fixen? Hallo? Henno has 0. Oh, ich hatte schon. Ich habe keine Task. Scheiße, Bruder. Okay, jetzt. Wer fehlt hier? Tamina. Tamina fehlt hier. Sola bleibt wieder stehen und biegt ab. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jo, es wird Sola sein. Ich denke auch, es ist Sola. Ja, ich auch. Er hat verdächtig lange auf einer Stelle gestanden. Und dann war auf einmal dann Sabotage. Wurde auf einmal Sabotage. Ja, genau. Ja. So, oh nein, die rennen alle nach rechts oben. Ich sabotiere jetzt was links. Nee, er stand einfach still wie jemand, der sich halt noch nicht im Menü so gut auskennt. Also ja, das tut er aber auch nicht. Ihn jetzt raus, komm. Der muss jetzt mal vom Bord. So, ansonsten war Max eben der Einzige, der nicht bei uns war. Ja, ich bin rechts gegangen, weil ich zur Cafeteria wollte und sofort Alert machen wollte, aber es geht nicht, wenn wir Sabotage haben. Außerhalb von meiner Unfähigkeit kann ich ja nichts darauf blamen, dass ich stehen geblieben bin. Also, es ist, wenn ihr jetzt mich deswegen raushaut, ja. So. Ja, du musst selber noch jetzt voten. Wir warten eigentlich nur auf alles, was drauf so, und Abfahrt.
Bekannte Sola, letzte Worte. Jetzt fliegst du. Aber immerhin habe ich 3 getötet. Geil. Nice. Victory! Easy win. Ja! Nice ja. Job. Eine Runde noch? Ich einfach eine noch. Scheiße, ich habe... Aber ich muss eine Sache, muss ich sagen, also Sterzig hat mich richtig schön den Kopf weggefetzt. Also, ja, du hast mir richtig durchgebrochen. Ja, aber krass. Also ihr müsst unten rechts auf Play gehen. Drei Schläge. Aber es war ein Kampfleser. Ich bin stehen geblieben, dachte mir so, oh shit, ihr lauft alle nach oben, ich muss jetzt schnell Emergency, damit ihr da nicht hinkommt. Aber ja, man kann die echt kaufen für echt Geld. Okay. Tschüss. Ja. Oh. Tschüss. Sie hat einfach ein Pet. Schade. Okay. Okay, Abfahrt. So. Jetzt hat sie kein Pad mehr. I should drin. Okay, ich mach erstmal die Links. Ich hoffe, Sterzi kommen mir nicht nach. Auf. Hä? Ich check die Tür nicht. Wirklich. Jetzt. Du musst eine Weile warten. Ey, hier oben ist man aber auch so abgekapselt. Mhm. Okay. So. Was macht Papo da? Hä? Was muss ich machen? Ah, ich muss einfach ein bisschen warten. Oh mein Gott. Das Ding schnell. Guten Morgen. Ja, ich habe gerade Sterzigs Leiche gefunden und ja, Masat ist direkt weggegangen. Davon. Nein, Moment. Ich will noch was dazu fügen. Sola ist in diesen Schacht gesprungen. Ich habe nämlich Sterzigs Leiche zuerst gefunden und habe gesehen, wie Sola in diesen kleinen Schacht runtergesprungen ist. Warum hast du die Leiche nicht reportet? Ich wollte gerade sagen, also die Sola, Leiche auch können. Ja, aber Sola, was hast du denn dazu? Ich war unten rechts, also ich habe nicht viel gesehen. Was sagst du zu dem Schacht? Ja, was soll ich zu dem Scheiß sagen? Bist du reingegangen oder nicht? Natürlich nicht! Ja, aber Masat, warum hast du denn die Leiche nicht reported? Ja, das ist auch eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil Masat ein bisschen lost war und... Ja, ich wusste echt gesagt nicht, wie das geht. Die sah am Anfang auch komplett verloren aus. Rechts unten ist ein fetter Button. Aber halt ja, das kann man schon verstehen. Nee, also das sind richtig zwei richtig krasse Anklagen, ne? Oder geh doch noch mal ganz kurz tief in dich rein und überleg, ja, ob du ein Schachköpfer bist. Warte, ich überlege mal ganz kurz. Nee. Doch, natürlich! Also willst du damit sagen, Masat ist eine eklige Lügnerin? Also, ich würde jetzt sagen, sagst. Also wenn sie es mit dem Schacht jetzt erfunden hat, ja natürlich, aber an sich... Okay, tschüss, Sola. Hat denn jemand Sola gesehen? Die Sache ist, dass Masat am Anfang so verloren aus, jetzt nicht auf die Idee kommen würde, Sola mit dem Schacht zu beschuldigen. Das ist ja echt krass, also das wäre insane. So direkt so nach. Die hat auch Jura studiert, ne? Muss man auch sehen. Wenn wir Sola kicken, ja, dann können wir danach bei Masat, oder? Sie hat ja Jura studiert. Oh nein. Ja, aber Sola, also. Ja. Sie kann sich auch einfach verteidigen können, indem sie sagt, sie wusste nicht, dass man den Buddy entdecken kann. Also, aber. Ja, Sola, ich muss mich jetzt hier mit der Allgemeinheit fügen. Also, Masat, wenn das nicht Sola war, dann Power-Move, ne? Also, wenn, ja, dann war ich aber auch wirklich auch. Okay. Na klar. Tamina ist noch unschlüssig. Nico, Linke auch ran. Nico, Linke, kannst du auch selber voten, ist klar. Oh. Wollte ich einfach selber raus. Tschüss, Sola. Du fliegst zu den Sternen. An den mit der Elvis-Friese. Ja. Oh. Easy. Again? Easy. Weil ich sagen muss, wäre cooler gewesen, Masat als Imposter gewesen. Geil, dass Sterzig schon wieder der Erste ist, der stirbt. Aber es war eine recht kurze Runde. Ich hab gehört, bei diesem Spiel Zerbrechen auf Freundschaft. Ich hab halt mit dem Schacht noch nicht so ganz gecheckt. Ich gehe da hoch, auf einmal ist Masat da. Ich mir, huch. Naja, du kannst dann nochmal klicken und dann erst rausgehen. Ja, das habe ich leider zu spät gemerkt. Komm, ich schnell wieder rein. Waiting for Host. Herzlich. Machen wir nochmal. Zack, zack, ja, ja. Das war jetzt. Ist okay. Nur eine. So. Nur eine. Tamina, hast du echt jetzt schon Geld? Ich wusste. Ich aber dachte, das sind irgendwie Doggy. Maps oder so. Psst. So. Alter, 3 Euro. Das Spiel kostet 4 Euro, 3 Euro im Pad. Smart. Aber ihr Pad ist auch cool. Guck dir den an. Kleiner Hampelmann da. Wer fehlt denn hier? Papu, Sterzi, Kalle? So, erstmal die Kabellage hier. So, jetzt gehen wir in die Cafeteria. Ich habe keinen Bock, abgestochen zu werden.
Aha, hier am Automaten gibt es echten Tabak. Ich brauche den Saft, richtig? A2. Easy. Wo ist das? Alter, mal Luna ein bisschen lost. Rein da. Ja gut, das machen die. Ich mache hier noch so lange. Hevlesk? Tamina einfach safe. Tamina safe. Oder sie hat ja auch einen Task, aber warum hilft sie? Taminas. Aha. Es tut mir leid. Warum stirbt sie schon wieder? Aber für mich ist es safe Tamina. Warum? Die hat sich auch hier schon direkt ein Pet gekauft. Also, wurde er gefunden? Einfach an, dass es komisch ist. Also, eben war ja hier Sabotage, sind ja alle links in den Gang da gerannt. Ich bin stehen geblieben, weil ich mir dachte, naja, wenn da jetzt alle reinrennen, ich habe hier einen Task, bin ich da geblieben, Kabel verknüpfen. Geh zurück, sehe da Vlesk Kabel verknüpfen, glaube ich, oder da halt in diesem Hauptgang. Eine Frage dazu, können zwei Leute an derselben Stelle Kabel verknüpfen, weil ich hatte die Aufgabe und als Vlesk weggegangen ist, konnte ich die Aufgabe noch machen. Ja, das geht. Okay. Ja, Kabel verknüpfen und so einen Wetterballon. Ja, links. Und Tamina, das hatte ich auch. Tamina war dahinter, hat Abstand gehalten, finde ich in Ordnung. Gehe weiter an Tamina vorbei, gehe hoch, guck nochmal kurz zurück, sehe dann Tamina da an diesen Kabeln am Rummachen, gehe dann weiter hoch, wo niemand mehr ist, und da liegt Sterziks Leiche. Also ist okay. Für mich wahrscheinlich entweder Vlesk oder Tamina oben, ganz oben, kurz vor diesem riesen Bottich da bei den Pflanzen. Ich weiß nicht, ob das Schacht ist, weil da kann man sich natürlich auch schnell wegteleportieren. Aber wer war denn alles noch bei der Sabotage da? Ja, deswegen wollte ich noch mal kurz erwähnen. Also ich bin mit Sola, Tamina ist glaube ich auch noch dazu. Nee, Tamina nee, ich war dabei, glaube ich. Mazad. Das kann sein. Auf jeden Fall, wir sind da alle richtig schleunigst da hingegangen. Und was mir nämlich aufgefallen ist, Papo war schon in dem Raum und hat das Bedienfeld nicht reingemacht. Jetzt weiß ich gerade nicht, weil ich tatsächlich auf dieser Map wirklich noch nie Imposter war, ob in diesem Raum ein Schacht ist. Und wenn er den Stech abgestochen hat und dann in den Schacht, um in den anderen Raum zu kommen. Und dann hat er gemerkt, oh, wir sind da. Und dann ist er auch hoch und runter gelaufen, hatte keinen Auftrag, nachdem wir das fertig gemacht haben. Man muss ja beim Reaktor beide gleichzeitig die Hand drauf machen. Und dann war ich halt so, okay, fuck, ich habe jetzt aber nur eine Person. Dann bin ich kurz zur Tür, hab geguckt, okay, da stehen drei und dann bin ich wieder in den Raum rein. Ich weiß nicht, ob man das gleichzeitig machen muss. Ist für mich kein valider Punkt. Ja, egal, ich skippe jetzt. Ich skippe, aber Papo ist für mich verdächtig. Okay. Also für mich sind es die vier, die oben waren. Wow, also. Max! Ja, du wirst nicht sterben. Person gewesen, die ja gut, ich dachte schon. Du wirst nicht sterben. Nee. Ich hab Margo auf dich, mein Guter. Ich hab Margo auf dich! So. Shh. Gott, einen hab ich verkackt. Alter, das ist übelstes Aim-Training. Wie viel denn noch? So. Was hier in der Hütte? Okay, da ist niemand. Gut. Ja, ich gucke jetzt, ob da oben Schacht ist. Das ist gut. Maluna steht hier einfach nur. Und es ist weit und breit niemand. Ist hier ein Schacht? Da ist ein Schacht. Doch, das ginge. Was ist das? Admin? Da sind jetzt zwei? Hä? Okay. Cafeteria jetzt nur noch eine Person. Wenn da jetzt eine Leiche liegt, Maluna. Oh mein Gott, wenn hier jetzt eine Leiche liegt. Okay, Tamina fliegt. Hä? Warum? Ich bin gerade in diesen Raum mit den Steinen gelaufen und da lag eine Leiche und Tamina stand daneben, hat nicht reportet und war die Einzige, die in diesem Raum war. Ich habe oben die Aufgabe mit diesen Steinen gemacht und dafür habe ich echt lang gebraucht, weil das mega schwer ist zu puzzeln.
Tötungs-Tamina. Ja, aber du kannst doch Kalle da unten nicht gesehen haben. Ich bin oben rausgelaufen. Ich habe ihn lag genau nicht gesehen. Unter dir, Tamina. Nein, tut er nicht. Doch, dann hast du ihn umgebracht und reported, selbst reported. Hey, ich weiß nämlich nicht. Am Anfang überhaupt aus diesem Raum rausgelaufen. Ja, vielleicht bist du rausgelaufen, mir um mir entgegenzulaufen, weil du mich gesehen hast. Wie ich konnte ja nicht sehen, was du unten machst, wenn ich die Aufgabe gemacht habe. Also, ich möchte dazu sagen, dass Tamina mit Mazel und mir gelaufen ist, aber lass mich kurz zu Ende führen. Dann ist er in einen Raum reingegangen, kurz stehen geblieben, und hat sich dann überlegt, ich muss hier doch keine Aufgabe machen und ist dann wieder rausgelaufen. Ja, es tut mir leid, ich spiele zum ersten Mal dieses Spiel und kenne die Map nicht in- und auswendig. Maluna, ich war im Raum daneben. Egal. Was denn? Was? Maluna stand die ganze Zeit teilnahmslos in der Gegend. Hat mir richtig Angst gemacht. Aber ich bin einfach noch ein bisschen dumm. Ja, nee, dass du Kalle da nicht reportet hast, ist halt safe. Nee, safe. Wenn ich jetzt fliege, dann bist du also der Einzige, der bei uns noch im Raum war, war Sola. Aber der war nicht in dem Wenn es Tamina jetzt nicht ist, war es halt Blessed. So, ja. Wir machen jetzt einfach zwei safe Runden. Sola, was ist mit dir los? Ja, safe Runden, wenn ihr mich die Unschuldige rauskriegt. Also ich muss echt pissen. Aber mittlerweile läuft. Nee, jetzt sollte er nicht laufen, sonst muss ich Hose wechseln. Ja, aber du musst voten, Sola. Achso, nee, ich habe keinen Verdacht. Ihr brecht mir das Herz, Leute. Ihr brecht mir das Herz. Ohne Witz. Goodbye. Das wär, danke für nichts. Das danke für nichts. Oh. Wow. Oh. Das ist jetzt ungünstig. Oh. Jetzt ist sowas von Vlesk. Wobei, muss gar nicht sein, ne? Wenn er auch erst dazu kam, sie hat es wirklich vercheckt. So, wir reden okay, jetzt nochmal. Bei Jesus Christus und dem Falafelmann bei mir vor der Wohnung, das sieht jetzt echt schlecht aus für mich. Ja. Aber ich bin in diesen Raum reingelaufen und Tamina steht oben dran und Kalle liegt welcher tot Raum? Unter ihr. Was soll ich denken in diesen, welcher wo Raum? Du diese Fossilien zuordnen musst, die Blümchen und die Edelsteine. Und ach, der Einzige, der in dem Raum noch war Sola, aber der war nicht in diesem Raum mit den Steinen drin. Okay, nee, warte mal, da war Max aber vorhin auch so, aber was soll ich denn? Ja. Gut, ich wie gesagt, ich bin in diesen Raum rein, Tamina steht neben der Leiche. Ja. Dann ist es doch offensichtlich, dass Tamina ist, vor allem, weil Max vorher schon Verdacht auf Tamina hatte. Ja. Aber scheiße, okay. Mann. Was ist denn mit den anderen? Habt ihr die ganze Zeit nichts gesehen? Ich hab gar nichts gesehen. Sola sagt hier gar nichts. Der war im selben Raum? Der war, also nee, der war nicht in dem Raum, der war nicht in dem Raum mit Kalles Leiche, der war an dem Reaktor dran. Sprich, du musst da durch diesen Deko und konnte man nicht ausdingen. Ich war nur einmal beim Reaktor, als der ausgelöst wurde. Das war das einzige Mal, dass ich beim Reaktor war. Ah, das ist jetzt schwierig. Ich kann jetzt die Geschichte von Bless kann ich so jetzt nicht unterschreiben, aber auch nicht dementieren, also. Was hast du denn so die ganze Runde gemacht? Ich habe meine Task gemacht. Welche denn? Wires. Ja, was muss man da machen? Die verbinden. Ja. Nach Farbe. Das kann ich bestätigen, weil wir waren einmal auf demselben Flex, hätten mich easy töten können. Du musst den ganzen Weg da. Ja. Also, das ist jetzt echt schwer. Also, weil ich kann halt auch glauben, weil ich habe jetzt ja auch gedacht, dass es Tamina safe ist, dass Blessing halt auch gehört hat, aber es kann halt keine Ahnung, also ich habe das Meeting jetzt nicht gemacht, um ihn zu kicken, sondern weil es halt echt schlecht für mich ausgewählt hat. Ich muss jetzt wenn ich jetzt einfach weitergemacht hatte. Ja, ich bin aber, ich glaube halt eigentlich eher, dass Max es ist, weil ich auch gesehen habe, dass Max und Kalle oben einmal alleine waren. Und wenn Kalle genau da gestorben ist, dann könnte es halt sein. Aber das ist Verdachtsvoten, was wir dann machen, oder? Weil ja, was soll man jetzt anders machen? Jetzt sind drei tot. Wir müssen jetzt langsam mal Butter bei den Fischen. Okay, passiert nichts. Ich verfolge jetzt einfach Blesk und wenn ich sterbe, ist er es. Ich habe nur eine Aufgabe. Warum dreht denn Papo um? Warum dreht er um? Das macht gar keinen Sinn, warum er da umdreht. Das macht ihn für mich so... Warum sprintet man raus und dreht dann um? Das macht für mich nicht so viel Sinn. Jetzt muss ich wieder Mülltrennung machen. Boah, ich werde gleich so abgestochen. Na, Alter, das ging jetzt richtig schnell. Tschüss. Aber auch schon lange nichts mehr sabotagemäßig. Also. Hallo. Also ich kann Papa. Ich hab den, Körper gefunden. Also, nach diesem Desinfektionsgang. Okay. Ich bin da alleine hoch. Alleine. Mal sortier da oben den Müll. Geh wieder, will wieder zurück und im Gang finde ich tot Sola.
Okay. Wer ist in die Richtung 1 gegangen? Wer hat gesehen, wer in diese Richtung geht? Also wenn der Vote jetzt ausgeht, dann wirst du sehen, dass ich nicht mal ansatzweise bei diesem Dekontaminierung... Jetzt halt mal die Fresse. Wer hat gesehen, wer noch in diese Richtung gegangen ist? Zu diesem Gang da mit dem... Ich auch nicht. Ich und Christo sind in eine andere Richtung gelaufen. Papo, ich und Gunnar sind... Achso, wohin seid ihr denn gegangen? Na oben raus. Oh, warte mal, Vlesk war doch mit Sola die ganze Zeit unterwegs. Nur nochmal für mich. Kann ich die Map von dir? Da, wo die Hallo! Mazat und Christi, ihr seid wohin gegangen? Zusammen? Nach oben. Ganz oben. Von Anfang an. Ja, genau, da wo die Und das Pflanzen könnt ihr beide bestätigen, ja, bis jetzt eben zum Vote. Genau. Ja, dann ist halt Vlesk. Safe. Und Terminal halt wirklich in die Falle gehauen. Warte. Noch nicht voten, Leute. Aber Christo ist mit mir und Sola nach oben weg. Und da war Mazat doch gar nicht dabei. Für mich ist es Vlesk 100%ig. Und er hat dann Tamina eben gerade so schamlos weggemacht. Ich bin sauer. Ich bin richtig sauer. Er macht einfach das fetteste Mindgame unter allen von anderen. Nein, Vlesk, laber nicht. Laber bitte nicht. Aber du nicht. Wir wissen beide, dass du es bist. Wenn du es am Ende bist. Ja, wer denn? Du bist es auf jeden Fall. Mazat, was glaubst du? Ist es Vlesk oder Max? Soll Vlesk doch mal was sagen, was er die Runde gemacht hat? Soll Vlesk doch mal bitte sagen, was er die Runde gemacht hat? Welche Aufgabe? Ich bin zum Reaktor gelaufen und da musst du Simon Vlesk spielen. Was musst du spielen? So ein Simon, wo du diese Dinger in der rechten Reihenfolge nachdrücken musst. Hey, also, ja. Du warst nicht beim Reaktor, ich war da alleine. Ja, komm. Klatsch richtig auf den Boden, du Opfer. Wow. So. Ey, Vlesk, du bist so ein verlogenes Stück. So dreckig, holy shit. Wow. Kann ich mal bitte mehr als 30 Sekunden leben? So, nächste Folge, morgen bestätigt. Schalte da ein. Schön, Kowski.